Holo taritio, holo taro, holo taritio, was sagst denn da? Christine Dicko! Ich bin die Frau Haas und wohne seit einem halben Jahr da. Hallo, ich bin die Erika. Hallo, Ferbin. Ich heiße Pressel Stefanie und bin da jetzt in Pflege. So. Hildegard Speiser. Hallo, ich bin die Michaela Schipper-Schauer und bin die Heimleitung des Haus St. Elisabeth. Ich bin die Simma Anna, bin jetzt seit mittlerweile 10 Jahren im Haus, bin Stationsleitung von der Station Pflege 3. Hallo, ich heiße Denise Geier, bin 26 Jahre alt und bin seit 5 Jahren als Pflegeassistentin im Haus St. Elisabeth. Und mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Begegnungszone Caritas. Ein Podcast von, mit und über Menschen in Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Begegnungszone Caritas. Ich bin heute wieder mal in St. Pölten im Stadtteil Wagram und habe vor mir ein großes gelbes Haus mit 3 freundlichen großen Balkonen. Und da gehe ich jetzt einfach mal hin, denn an der Tür steht Haus St. Elisabeth, Pflegeheim der Caritas St. Pölten. Und dieses Haus St. Elisabeth, dieses Pflegeheim, möchte ich mir heute im Rahmen der Begegnungszone Caritas anschauen. Ich gehe jetzt einfach rein und hier wartet schon die Michaela Schipper-Schauer auf mich. Hallo Michaela. Hallo. Du bist hier die Chefin, wenn man das so sagen darf, oder? Ich bin die Heimleiterin, ja. Wo genau sind wir hier? Hier wohnen, glaube ich, 133 Personen oder genau. Für 133 Personen habt ihr Platz. Ja. Aber was genau möchtest du denn mir und uns allen heute zeigen? Also hier passiert sehr viel. Es ist natürlich der Wohnbereich von 133 Personen und wir leben das Böhm-Konzept. Also das ist ein ganz toller individueller Zugang für die Menschen, wo wir ganz genau sehr viel Biografie abfragen, viel Biografiearbeit leisten und um so auf die Bedürfnisse von den Bewohnern gut reagieren zu können. Auf das genaue Konzept, nachdem hier gearbeitet und auch gelebt wird, gehen wir sicher im Laufe dieses Rundgangs, dieses Besuchs genauer ein. Mhm. Ich habe 133 Personen, die ihr Leben erwähnt, aber diese Personen werden ja auch von Menschen gepflegt. Wie viele Leute arbeiten hier? Circa 150 Mitarbeiterinnen. Dann schauen wir uns einfach kurz mal um, was es hier in diesem Haus mit seinen 3 Geschossen und diesen wirklich sehr, sehr schönen großen Balkonen, die ja sofort ins Auge stechen, zu sehen gibt. Ja, gerne. Wohin gehen wir denn jetzt, Michaela? Also wir gehen jetzt auf die Pflegestation 3, die ist ganz oben. Wir benutzen das Stiegenhaus ganz gerne, weil wir die Lifte für die Bewohner freilassen. Das Haus existiert ja schon sehr lange, viele, viele Jahre. In den 60er Jahren wurde es gegründet und war ursprünglich ein Pensionistenwohnheim. Inzwischen wurde es aber umgebaut. Der letzte Umbau war 2015/16 und da wurde es dann zum Pflegeheim. Wir haben nächstes Jahr 60 Jahre Jubiläum, da gibt es auch ein Fest. Wie lange bist du schon da? Seit 2 Jahren, ganz kurz also, aber es gibt viele langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da viele Geschichten erzählen können dazu. Auf diese Geschichten bin ich schon sehr gespannt. Wir stehen jetzt hier im Gang und es sind 2 Mitarbeiterinnen, stehen dir schon gegenüber. Genau, das ist die Schwester Denise. Die wird uns heute ein bisschen was zeigen, wie das Böhm-Konzept in der Praxis ausschaut. Ich bin die Denise Geier, bin mittlerweile seit fast 5 Jahren jetzt im Haus St. Elisabeth und ich habe da Praktikum gemacht während meiner Ausbildung und bin seitdem da hängen. Ich habe die Pflegeassistent und mache gerade berufsbegleitend die Diplom-Krankenschwester. Warum? Ich habe damals, nach meinem 9. Schuljahr, bin in die Landwirtschaftsschule gegangen und das war nicht meins. Dann habe ich geglaubt, ich will Friseurin werden, habe das dann auch gemacht. Wir haben sehr viele öderne Personen gehabt, also Damen sowie Herren, und das hat mir halt sehr getaugt und auch gefallen, mit denen zum Arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir die Pflege an, das war noch während meiner Friseurkarriere. Und bin dann schnuppern gegangen und habe relativ schnell erkannt, okay, das ist das, wo ich mich gefunden habe. Und habe aber dann die Friseurlehre fertig gemacht noch, weil man weiß nie, sicher ist sicher. Ihr könnt mich gern begleiten. Wir schauen sich die Station gern an, ich kann euch ein paar Bewohner gern vorstellen. Wir sind jetzt zum Beispiel vor einem Bewohnerzimmer, da leben
leben zwei Bewohnerinnen drinnen, die Frau Haas und die Frau Dittel. Ja, mal kurz kommen, ja. Frau Dittel. Ich wollte mal beten. Ich bin sehr katholisch. Da habe ich schon das Bückstück von der Mutter Gottes oben am Bett. Schauen Sie, ist gestickt. Haben Sie das selber gestickt? Ja, und meine Schwestern haben auch gestickte gekriegt. Sticken Sie immer noch? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein, ich bin da hergekommen und habe Geschirrtücher zusammengearbeitet. Und da habe ich Schmerzen gekriegt in die Schultern. Jetzt kann ich nichts arbeiten. Jetzt tue ich immer beten. Für alle Menschen. Und wie alt sind Sie? Wie alt? Ja. Da lass ich Ihnen raten. 47? Die machen einen Witz. 91. Ja. Sind Sie denn gerne hier? Sind Sie gerne hier? Ist es? Da ist es sehr gut. Ja. Schön. Wiederschauen, schönen Tag noch. Die beiden Damen wohnen gemeinsam, weil sie sich das so ausgesucht haben? Oder ist das irgendwie, wird das einfach per Los entschieden? Es wird schon drauf geschaut. Also natürlich ist so, dass wenn ein Bett frei ist, dass dann die nächste Bewohnerin kommt und natürlich das Bett dann bekommt. Und dann wird beobachtet von uns, wie funktioniert das, verstehen sie die nicht, passt das gut. Aber meistens geht das wirklich wahnsinnig gut. Denise, ich war jetzt bei den beiden Damen drinnen und die Geduld, diese Geduld, wie bringt man die auf? Wie machst du das? Also ich finde generell, der Beruf in der Pflege und vor allem im Pflegeheim, das muss dir liegen. Und wichtig ist auch, so wie wir es dann natürlich, man hat viel Geduld und irgendwann vielleicht vergeht die Geduld, so ehrlich muss man sein, aber dann zieht man sich zurück. Also ich mache das persönlich so, ich ziehe mich dann zurück, ich sprich mit einer vertrauten Kollegin, tue Dampf ablassen kurz und dann gehe ich wieder hinaus zu den Bewohnern, bin wieder komplett entspannt und habe wieder meine Linie gefunden, und weil das braucht man. Ne? Michaela, wie lange leben denn die Bewohnerinnen und Bewohner, wie lange wohnen sie denn durchschnittlich hier? Ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die bei uns wirklich viele, viele Jahrzehnte auch verbringen. Dann gibt es Menschen, die ganz kurz da sind. Das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge einerseits. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Menschen eingezogen sind, die im Palliativsetting waren und die jetzt herumgehen und mich begrüßen am Gang, wo es geheißen hat, ein halbes Jahr maximal. Mhm. Also es ist mit diesem Böhm-Konzept einfach so viel möglich bei uns, dass die Menschen sich wirklich wohlfühlen. Morgen. Morgen. Vor uns ist eine Bewohnerin im Rollstuhl. Die Frau Presterl. Die fährt schon mal sehr selbstständig. Ja. Wurde dazu motiviert, selbstständig mit dem Rollstuhl zu fahren. Das ist auch ganz wichtig. Sie sind sozusagen der Niki Lauda des Rollstuhlfahrens hier, oder? Ja, genau. Wie viele Kilometer fahren Sie da? 130. Kilometer oder km/h? km/h. Sie schauen, dass Sie so mobil sind, wie es nur geht. Ja. Wie lange wohnen Sie schon hier? Noch ein halbes Jahr. Vorher war ich eine Bäuerin. Ich frage jetzt eine gemeine Frage, aber wie fühlt sich das an, wenn man aus dem selbstständigen Wohnen dann in ein Heim zieht? Ist das nicht ein Aufgeben von Unabhängigkeit? Nein, das habe ich mir nicht gedacht, gar nicht, weil das ist so gewesen, das ist schön gewesen. Was macht dir am meisten Freude? Das Essen. Das Essen? Ja. Und ihr habt auch das Formel-1-Fahren im Rollstuhl, oder? Ja, das war, aber Essen. Wie ist das mit der Familie? Kommen die Kinder, die Enkel und sie besuchen? Ja. Hauptsächlich die Mädels. Die Mädels? Ja, der Bub, der... Ist er gefrast? Ja, genau. Genau. Haben wir so eine Freude gehabt mit dem Buben und dann kommt er nicht auf Besuch. Mhm. So überhaupt nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und die Schwestern, also die Mädels, also sagen nicht die, irgendwie... Also die kommen regelmäßig. Okay.
Und die nehmen sich den Bruder nicht zur Brust und sagen... Oh, das haben sie alles da, aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Ja. Und sie hat nichts mit mir, sagt er immer, hat er nichts mit mir gehabt. Nicht? Und warum er das tut, also da hat er selber keine Ausrede oder Rede drauf. Nicht? Wie viele Töchter haben Sie? Drei Töchter. Drei. Und die kommen aber alle? Die kommen alle. Mit Enkeln? Und Urenkel. Urenkeln? Ja, habe ich auch schon. Wie mit alt? 6 Jahren schon. Okay, wow. Wie alt sind Sie denn? Ich? Ja? 84. 84? Ja. Okay, und die Urenkeln sind eine Freude für Sie, nehme ich an. Ne? Das ist eine Freude für mich, wenn ich so ansehe wieder. Nicht? Ja. Wir gehen dann wieder weiter, weil wir wollen jetzt nicht bei Ihrer Geschwindigkeitsfreude hier im Weg stehen. Dann sagen wir Vollgas. Ja, danke schön. Fahren Sie los. Danke. Denise, wir sind jetzt mit der Frau Pressl, das sieht man natürlich nicht, während wir mit ihr geplaudert haben, beide auf die Knie gegangen. Genau. Warum? Es ist immer besser, wenn man auf Augenhöhe mit den Bewohnern spricht. Sie fühlen sich sicherer, wohler und ich habe jetzt einfach das Gefühl gegeben, ich bin für die da und das hat voll gut gepasst. Sind das so Kleinigkeiten, die Menschen, die nicht mit alten Menschen, mit pflegebedürftigen Menschen, mit behinderten Menschen zu tun haben, einfach nicht bedenken? Ja, das sind genau die Kleinigkeiten, die was ausmacht. Das bewirkt wahnsinnig viel. Man gibt einem das Gefühl, du gehörst zu mir quasi jetzt. Also ich nehme dich auf, ich bin für dich da und begleite dich, so wie man sagen muss, auf dem letzten Lebensweg. Der letzte Lebensweg. Wie geht man mit Menschen um, die in ein Pflegeheim kommen, die wissen, das ist meine letzte Adresse? Ich habe schon Verschiedenes erlebt. Viele kommen halt natürlich neu herein und sind wahnsinnig traurig, kriegen das natürlich alles mit, gehen, wollen nur nach Hause, nach Hause. Da versucht man halt dann, dass man ganz spezifisch für Jana da ist. Dass man wirklich probiert, eben auch mit dem, das fängt schon bei der Zimmereinrichtung an, dass man da Jana trotzdem das Heimgefühl gibt. Und sie sind dann eigentlich nach kurzer Zeit, nach einem kurzen Zeitraum, fühlen sie sich schon wahnsinnig wohl und sind wie, die blühen auf. Verschiedene Aktivitäten zeigen, mitnehmen in den Alltag, was haben sie früher gern gemacht. Hobbys, also das Lieblingsessen, also das muss man halt alles hinterfragen, ne? Die Lieblingskleidung. Wenn du 5 Jahre hier bist, wie geht es dir, wenn eine Bewohnerin stirbt? Das ist schwierig. Das erste Mal war ganz, ganz schwer für mich, weil für mich, ich habe das nicht gekannt und ich habe selbst nicht gewusst, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Ich habe dann sehr lange darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, auch zu Hause dann. Und man muss das jetzt auch so sehen, das ist trotzdem noch der Job. Das ist der Job und man kann nicht mit jedem mitfühlen und jetzt ist die verstorben und das ist tragisch und schlimm. Nein, weil das ist, ich habe dann mit der Zeit gelernt, das ist dann natürlich der Lebensweg einfach. Das ist, so ist das Leben und man muss sehr, es ist wichtig, sich selbst abzugrenzen. Aber du tust es schwer, darüber zu sprechen jetzt. Ein bisschen. Nein, aber es ist schwer zu formulieren. Wir erklären, ja, es ist schwer zu formulieren gerade. Ich habe einfach meinen Weg gefunden, sich selbst abzugrenzen. Einfach Job und Privat musst du wirklich trennen. Ich verstehe, dass es extrem schwer ist zu sagen, man muss sich abgrenzen, wenn man mit Menschen doch empathisch und emotional verbunden arbeitet. Das ist etwas, was man eigentlich nicht erklären kann, ne? Diesen Unterschied. Nein, man kann das jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Michaela, zu dir nochmal. Die eine Dame, mit der wir vorher geplaudert haben, die hat gesagt, ihre Töchter kommen sie besuchen, der Sohn kommt sie nicht besuchen. Ich habe gesagt, er ist ein Gefrast, alle haben gelacht, aber wie ist denn das mit dem von der Familie vergessen werden, sag ich jetzt mal? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Bewohner, die werden sehr, sehr häufig besucht und oft täglich, wo auch die Angehörigen sehr aktiv im Heimleben sich engagieren. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass wir einfach ein Lebensraum sind und nicht ein
eine Stelle, wo man die alten Leute abgibt. Es gibt natürlich auch zerrüttete Familien, wo die Kinder einfach deswegen nicht kommen, weil die Beziehung belastet ist. Mhm. Ich kann dann sagen, der Bub ist ein Gefrast, ihr könnt es nicht, aber versucht ihr euch dann dieses Gefrast auch zur Brust zu nehmen und sagen, oder ist das nicht eure Aufgabe? Wie Denise vorher gesagt hat, wir haben eine große Herausforderung, uns abzugrenzen, wir mischen uns nicht in Familienstreitigkeiten ein, natürlich sind wir verbindend, aber wirklich rausnehmen. Jetzt steht hier schon die ganze Zeit eine Kollegin, wer bist denn du? Ich bin die Simmer Anna. Ich bin jetzt seit mittlerweile 10 Jahren im Haus, bin Stationsleitung von der Station Pflege 3. Erzähl einmal, was wir denn hier gerade sehen. Wir sind hier in einem großen Raum. Genau, das ist bei uns der Tagraum. Da sind sehr viele Bewohner, also da werden die Mahlzeiten eingenommen. Da trifft man sich auch, wenn Feierlichkeiten sind, Geburtstagsfeiern und so. Und jetzt im Moment dann unsere Bewohner frühstücken. Die Menschen, die hier wohnen, werden in diese Tätigkeiten mit eingebunden oder sind sie wie Hotelgäste, die da quasi bedient werden? Es ist schon in Richtung Ersteres. Also es ist uns sehr wichtig, dass man eben auch wieder auf der Biografie basierend schaut, wenn jemand zum Beispiel eine Landwirtschaft gehabt hat und viel kinästhetisch gearbeitet hat, dass er viel auch eingebunden wird in Tätigkeiten, die er früher gemacht hat, in der Küche vielleicht oder wenn er gern gebacken hat, dass das da gearbeitet wird mit den Bewohnern, ganz unterschiedlich. Das ist ja auch ganz wichtig, weil man oft einmal in der Welt da draußen, sobald es um Pflege geht, denkt, okay, die sitzen herum und werden gefüttert, gewickelt. Diese warm, satt, sauber, dieses Vorurteil, was natürlich in den vergangenen Jahrzehnten manche Heime auch noch gelebt haben, das lehnen wir komplett ab. Unser Pflegekonzept von Böhm basiert eben darauf, dass wir von dem weggehen und die Menschen in einen Tagesablauf, in einen Tagesrhythmus hineinbekommen, wo ihnen einerseits nicht fad wird und wo sie auch eine Wertigkeit empfinden. Und der Adam hat lieber Frucht und der Noe den Wein und der David tut zitternd lang, müssen steirer gewesen sein. Ich sage Ihnen, was ich habe müssen. Warten heilen, weil Mami krank war. Und da waren wir halt auch Vater und da habe ich gesungen. Und auf einmal ist die Frau, was mit der Orgel gespielt hat in der Kirche, hat gesagt, kommst du am Sonntag zu der Chorprobe. Warum soll ich denn? Wer sagt denn das? Na, ich sag das. Na, und warum? Na, weil du singen kannst. Na, und seitdem war ich dabei. Wie alt waren Sie damals? Wie alt waren Sie damals? Da bin ich nicht schon gegangen. Was. Singen Sie hier alleine oder mit den Mitbewohnerinnen und Bewohnern? Wenn wir was anderes da singen, dann gehen wir so. Ich würde jetzt gerne noch was hören, wenn das geht. Das ist alle da ganz erst. Einmal mag ich mehr singen und einmal mag ich weniger singen. Und wenn es eine Gaudi wird, dann singen wir alle bei. Was ist? Bitte Ramsey, singe das Lied. Was ist denn das für ein Reise? Was soll denn das sein? Ein Schlager. Ha? Ein Schlager. Mein Lieber, da komme ich nicht mit ein, was du da vorsagst. Diria, hollere, diria, hollere, kucku, hollere, diria, hollere, kucku. Hollere Tiria, hollere Kucku, hollere Tiria, ho. Jetzt so singst du überhaupt nicht. Ich habe es dir am Anfang ein bisschen abgewürgt, aber dann zwischendurch hat es Denise auch angeschnitten, dieses Pflegekonzept. Ich wollte mir vorher ein bisschen von dem anschauen, was hier passiert, bevor ich dann frage, ist denn jetzt wieder erschienen aus dem Haus hier wieder? Was macht denn das Haus Elisabeth so anders, besonders? Naja, unser Zugang ist, also wir nehmen nicht jetzt einfach eine Person auf, die wird ins Zimmer gelegt und gepflegt, was ja auch legitim ist. Aber wir schauen wirklich drauf, dass das gesamte Paket kennengelernt wird. Die Familie, wie viele Kinder hat die Person, was hat es gemacht beruflich, was ist sonst noch passiert im Leben dieser Person. Und das, glaube ich, macht uns so unverwechselbar. Das ist diese Methode Böhm oder das ist das Konzept? Genau, das ist das Konzept basierend auf Böhm. Böhm hat in den 70er Jahren begonnen, sich damit zu beschäftigen, wie Herr Böhm hat sich beschäftigt, war selber Pfleger und hat sich damit beschäftigt, wie leben die Leute in einem Pflegeheim. Damals war eben diese Warmsaat-Sauberpflege noch ganz üblich.
Und er hat sich zum Beispiel gedacht, er macht einen Ausflug, ich glaube, damals in das Gänsehäufel mit den Bewohnern. Und das war verpönt. Also er hat riesige Probleme gekriegt. Das hat, weil dann natürlich die Kritik gekommen ist, ja, das sind kranke Menschen, das sind alte Menschen, hochaltrig. Und er hat gesagt, naja, nur weil ein Mensch in ein Pflegeheim zieht, heißt es nicht, dass er von heute auf morgen die Gewohnheiten eines Säuglings hat. Er hat das ja, die Pflege einfach versucht, wieder ins Menschliche zu bringen. Und das ist auch das, warum ich hier bin. Aber ist es nicht irgendwie bizarr, dass man Menschen beibringen muss, dass Alter keine Krankheit per se ist? Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die man ewig führen könnte, dass einfach Alter, Krankheit, das Altern an sich in unserer Gesellschaft jetzt einfach nicht beliebt ist. Mhm. Ja, es wird ein bisschen weggeschoben, es wird eher in Richtung, man muss schön sein, man muss so lange wie möglich jung aussehen, sich jung halten. Natürlich sagt man dann, oh Gott, Pflegeheim, letzte Station, da ist alles aus. Und wir stehen eben so dafür, dass es nicht so ist, dass wir eben hier leben. Aber wie geht's dir mit diesem gesellschaftlichen Bild? Wie gehst du schlecht. Mit um? Also ich finde das ganz furchtbar. Die Realität ist ja, dass die Leute immer älter werden. Also wir haben 100-Jährige hier. Und nachdem wir alle so nehmen, wie sie sind, auch mit ihren Rucksäcken, die sie teilweise mitbringen, glaube ich, dass es ganz wichtig wäre, in der Gesellschaft das auch klar zu machen, dass Altern einfach zum Leben gehört und dass es auch schön ist. Mhm. Dass auch ein alter Mensch eine Würde hat und eine Schönheit, auch in den Falten zum Beispiel im Gesicht, dass das eine Geschichte erzählt. Aber ist das nicht auch, zum Beispiel, das unterstelle ich jetzt einfach diesem einen Sohn, der sich nicht mehr blicken lässt, eine Urangst der Menschen, dass sie das, wovor sie sich fürchten, dann einfach nicht sehen wollen. Und dann schaue ich halt weg und was ich nicht sehe, das existiert nicht. Genau, das ist tatsächlich häufig der Fall, das sprechen auch viele Angehörige aus, dass sie das nicht aushalten. Oder Menschen, die hier hereinkommen und noch nie in einem Pflegeheim waren. Oh nein, ich sehe da wirklich diese Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit kann mich auch treffen. Ich muss mich einfach damit auseinandersetzen, ob ich will treffen oder nicht. Genau, ja. Aber viele schieben das weg, so wie du das gesagt hast. Also sie schieben das sehr weit weg und wollen sich eben in der Gegenwart nicht damit beschäftigen. Und ich finde aber gerade das so schön in Gesprächen mit Bewohnern, wenn man so erfährt, was genau hättest du gern anders gemacht. Und da kommt oft was natürlich jungen Menschen wehtut, weil sie dann zum Beispiel sagen, ich hätte gern weniger gearbeitet oder ich hätte gern das getan, was ich eigentlich tun wollte. Und das kommt bei uns täglich. Und das finde ich so schön, weil das bringt dann einfach, egal welchen Stress und welchen Ärger man hat, es bringt einen immer genau da zurück, wo man hingehört, nämlich zu sich selbst. Wenn man sofort sagt, okay, bin ich jetzt noch da, wo ich sein will? Ja? Und das ist das Schöne. Liebe Michaela, wir stehen jetzt hier in einem Gang. Wo bringst du mich denn jetzt hin? Jetzt gehen wir zur Rosa Maria, das ist unsere Animateurin oder Seniorenbetreuerin und die macht gerade Gedächtnistraining mit ein paar Bewohnern und sie hat gesagt, wir dürfen sie besuchen. Hallo, wir besuchen euch. Das ist die Rosa Maria. Was ist das Gedächtnistraining? Was tust du hier? Unterschiedlich, wir haben immer ein Thema, ein bestimmtes. Heute haben wir uns für Sprichwörter entschieden. Sprichwörter sind vertraut aus der Kindheit und haben sie irgendwie so durchs ganze Leben gezogen. Ich versuche einfach verschiedenste Sinne anzuregen beim Gedächtnistraining und auch verschiedenste Regionen im Gehirn zu trainieren. Also wir haben da Folien liegen und zwar Zeichnungen. Und zwar sind das Sprichwörter in Form von Bildern. Das Herz im Magen. Liebe. Liebe geht durch den Magen. Sehr schön. Genau. Liebe geht durch den Magen. Tut sie das wirklich? Auf alle Fälle. Mhm. Wenn man den Mann sehr gut bekocht, dann geht die Liebe durch den Magen. Haben Sie das gemacht? Ja, freilich. Michaela, was ändert sich in Werten? Lernst du da auch immer was dazu, wie sich Gesellschaft verändert? Ja, selbstverständlich. Also wir sehen es ganz stark, weil wir eben sehr hochaltrige Bewohner und Bewohnerinnen haben, aber auch junge, eben unsere 70-Jährigen, wir haben auch 60-Jährige hier. Und da sind natürlich die Werte und Lebensanschauungen ganz anders, ganz unterschiedlich. Und man merkt es auch an den Angehörigen, an den Besuchern.
Was ist denen wichtig, wie die Mutter, der Vater, die Tante, der Onkel gepflegt wird hier? Also worauf legen die Werte? Das ist ganz was anderes wie die vorhergehenden Generationen. Also gibt es einen großen Wandel. Ja. Es wird viel verlangt, zum Beispiel WLAN und Videotelefonie jetzt schon von den Bewohnern und Bewohnerinnen, die einziehen. Und das wird in den nächsten Jahren, muss man da einfach auch als Pflegeheim am Ball bleiben und umdenken. Pflege kostet Geld. Können wir uns Pflege, können wir uns ein menschenwürdiges Leben für die Alten leisten? Also allein die Frage finde ich schon einen Affront für uns selber. Ich finde es so, dass wir einfach uns Pflege leisten werden müssen, weil es ist ein hoher Wert, würdevoll hochaltrig zu werden. Und wir müssen damit rechnen, dass wir immer älter werden. Und da überhaupt sich damit zu beschäftigen, ja, das ist alles zu teuer, da muss man eher schauen, wie man politisch auch aktiv wird und Maßnahmen setzt, dass man Pflege leistbar macht. Und immer, wo Menschen dahinter stehen und wo jemand die Pflege leistet, ist natürlich, sind Personalkosten. Und das muss man sich eben wirklich leisten können. Und es gibt aber nicht wirklich Maßnahmen, wo man sagt, das hilft uns jetzt. Und das ist halt wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, man muss halt einfach laut werden. Die Pflege ist nicht laut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass dein Haus, wenn ich das so sagen darf, heute für mich, für die Begegnungszone Caritas offen gewesen ist. Und bedanke mich bei euch allen, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart bei dieser Folge der Begegnungszone Caritas. Caritas.